Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Heute habe ich sogar zwei Artikel für euch, Freunde. Beides hinter der Paywall. Ich würde jetzt hier gerne einen Gong einspielen, kann ich aber nicht, weil ich mein Equipment nicht dabei habe. Oder nur die Hälfte. Fühlt euch gerne trotzdem daran erinnert, euch abzocken zu lassen. Bad Oeynhausen, das ist der Ort, wo vor 14 Tagen der Philippos totgeschlagen wurde. Nicht gelungene Integration des Tatverdächtigen, wie Fäsers Behauptung kollabiert. Nach dem Totschlag von Bad Oeynhausen findet die Innenministerin eine vermeintliche Erklärung für die Tat. Sie erntet heftige Kritik. Ja, nicht zum ersten Mal und nicht zum ersten Mal wird diese Kritik ohne Folgen bleiben. Und den Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr. Weltrecherchen offenbaren nun, wo Faeser an der Realität vorbeigeht. Die tödliche Attacke auf Philippos T. in Bad Oeynhausen erschütterte in der vergangenen Woche die Republik. Schnell begann die politische Spurensuche und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, setzte auf einer Kommunalkonferenz ihrer Partei einen ganz eigenen Akzent. Nachdem sie vom Moderator um ein Statement gebeten wurde, sagte sie, wie im Videomitschnitt zu hören ist: Und heute ist leider ein sehr schlimmer Tag, wo wir über einen Mord an einen Jugendlichen diskutieren müssen, wo der Täter ein Geflüchteter ist, der seit 8 Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt. Ein Jugendlicher, der gar nichts anderes kennt. Und ich glaube, dass wir diese Form der nicht gelungenen sozialen Integration viel mehr reden müssen. Es ist nicht immer nur politische Bildung, sondern da geht sozial ganz schön was auseinander, was wir nicht gestemmt bekommen haben. Wenn man den Fall heute betrachtet, ist es an uns, auch einmal aufzuzeigen, dass nicht alle so toll untergebracht sind. Die Unterbringung ist das Problem, Freunde. Wir als Gesellschaft haben versagt. Wenn der Tatverdächtige eine Villa in Berlin-Wannsee mit Wasserzugang natürlich bewohnt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Für ihren Appell an die Mehrheitsgesellschaft bekam die Bundesinnenministerin von einigen der anwesenden Kommunalpolitiker Szenenapplaus. Die öffentliche Reaktion dagegen fiel vernichtend aus. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann etwa erklärte, die Aussage sei völlig inakzeptabel und de facto eine Täter-Opfer-Umkehr. Er verwies auch darauf, dass der 18-jährige Hauptverdächtige ein M gefolgt von einem W, Mwafak A, der aus Syrien stammt, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Ja, aber er hat ja auch immer in einer Flüchtlingsunterkunft und nicht in einer Villa mit Wasserzugang gewohnt, oder? Er war wegen Gewalt-, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten Polizei bekannt. Selbst SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert distanzierte sich in der TV-Talkshow Markus Lanz von dem Erklärungsansatz seiner Parteifreundin. Das, was ich gehört habe, hat zu 100% zu viel die Perspektive des Täters und zu 100% zu wenig die Perspektive des Opfers und der Hinterbliebenen. Zitat Ende. Kaum ein Wort über das Opfer, viel Verständnis für den Täter und dazu ein diffuser Verweis an uns. Die politische Ableitung der Bundesinnenministerin erzürnte viele. Abseits davon, ist der Vorwurf Faesers überhaupt von der Realität gedeckt? Und war die soziale Integration beim Tatverdächtigen gescheitert? Es ist nicht leicht, mit den Behörden über Mwafak A ins Gespräch zu kommen. Der Tatverdächtige kam 2016 mit seiner Familie nach Deutschland. Seine Akte beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens gesperrt. Andere Stellen verweisen auf den Datenschutz. Natürlich tun sie das. Einiges ist aber doch zu erfahren. Faesers Aussage, der Tatverdächtige habe in Deutschland nur das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft kennengelernt, stellt sich schon nach einigen Anrufen als falsch heraus. Ein Sprecher der Stadt Pforzheim, dort lebt die Familie nach ihrer Ankunft zunächst, teilt Welt mit, dass der Tatverdächtige mit seiner Familie ab Dezember 2016 in einer Asylunterkunft mit kleinen Wohneinheiten untergebracht war. Die Familie habe dort eine eigene Wohnung für sich gehabt. Ab September 2017 lebten sie dann in einer Dreizimmerwohnung, so der Sprecher. Es handelt sich dabei um eine städtische Anschlussunterbringung, aber eben um privaten Wohnraum. Mit einer überfüllten Gemeinschaftsunterkunft hatten die Wohnverhältnisse also zu keinem Zeitpunkt zu tun. Im Oktober 2023 siedelte die Familie nach Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen um, weil sie dort mit Hilfe von Verwandten eine Wohnung fanden. Auch hier widersprechen die Verantwortlichen der Flüchtlingsheimthese der Innenministerin energisch. Nie habe der Syrer hier in einer städtischen Unterkunft gelebt. Wir hatten mit dieser Familie überhaupt keinen Kontakt, sagt ein Mitarbeiter. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, eine Verwechslung könne zu dem Statement der Ministerin geführt haben. Denn die Wohnung des Tatverdächtigen liegt in derselben Straße wie eine große Asylunterkunft, nur die Hausnummern unterscheiden sich. Die Bundesinnenministerin sprach auch von der nicht gelungenen sozialen Integration des Tatverdächtigen. Wie war es darum bestellt? Zumindest besser, als es in Faeser
Kaisers Statement anklingt. Da wären zum einen die staatlichen Integrationsmaßnahmen. Die Stadt Pforzheim erklärte, dass der Tatverdächtige zunächst eine Vorbereitungsklasse besuchte, ein standardmäßiges Integrationsangebot für Kinder und Jugendliche also. Für Jugendliche in der Region sei dann insbesondere der Jugendmigrationsdienst beim Internationalen Bund das am meisten in Anspruch genommene Unterstützungsangebot. Herr A. hatte wohl Beratungskontakte dort. Er wollte seinen Hauptjobabschluss an einer Schule in der Trägerschaft des Internationalen Bunds in Pforzheim nachholen, so der Sprecher. Im April 2023 begann Mwafak A. auch ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus. Als die Familie sich entschied, nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen, musste er beides abbrechen. In Bad Oeynhausen sagen Behördenmitarbeiter, die Familie sei unter dem Radar gesegelt, schlicht weil es keine Notwendigkeit für Maßnahmen gegeben habe. Zu diesem Zeitpunkt lebte Mwafak A. auch schon seit fast 8 Jahren im Land. Von einem Mitarbeiter heißt es, der Tatverdächtige habe sehr gut Deutsch gesprochen. Das war toll. Der hat sich einen Integrationsbambi verdient, richtig sagen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld listet in ihrer jüngsten Pressemitteilung auf, dass die zum Haupttäter gehörige Gruppe nach aktuellem Kenntnisstand aus mindestens 3 weiteren Personen im Alter von 18 Jahren mit einer deutschen Staatsbürgerschaft bestanden habe. Auch dies ein weiterer Hinweis, dass das soziale Umfeld des Tatverdächtigen aus mehr als ausschließlich Menschen, die in Asylunterkünften leben, bestanden haben dürfte. Ja, aber halt leider nicht aus Max und Moritz. Und so bleibt am Ende vom Erklärungsmuster der vermeintlich gescheiterten sozialen Integration des Tatverdächtigen wenig bis gar nichts übrig. So, und dann habe ich hier noch einen Artikel von Harald Martenstein. Der ist vor einigen Jahren bei der Taz rausgeekelt worden. Da war der, glaube ich, jahrelang beschäftigt, weil er nicht woke genug war oder nicht woke war. Und seitdem schreibt er für die Welt. Wie viele müssen noch totgeschlagen werden, bis sich etwas ändert? Er stellt hier die alles entscheidende Frage. Ich möchte direkt lösen. Es gibt keine Obergrenze bei Totgeschlagenen. Ich befürchte, wir könnten jetzt wöchentlich Fälle wie Mwafak haben und es würde sich hier gar nichts ändern, bis die AfD in Regierungsverantwortung kommt oder die Kacks von der CDU dann irgendwann mal einlenken. Nachdem in Bad Oeynhausen ein 20-jähriger Deutscher griechischer Abstammung zu Tode geprügelt wurde, auf dem Heimweg von der Abiturfeier seiner kleinen Schwester, sagte meine Frau, das hätte einer von unseren Jungs sein können. Recht hat sie, egal wo ihr wohnt. Ich glaube, dieser Satz fiel an jenem Tag in Millionen von Familien. Der mutmaßliche Haupttäter war Syrer, als Gewalttäter bekannt, eingereist 2016. Kurz zuvor war in Gera ein 14-jähriger Deutscher von Syrern und Afghanen brutal verprügelt worden. Sie waren 12 bis 15 Jahre alt, lachten dabei und filmten stolz ihre Tat. Das ist jetzt schon fast Alltag. Sieht so die schöne neue Welt der Diversität aus? Katrin Göring-Eckardt hat in einem Tweet, den sie später löschte, die Hautfarbe der deutschen Fußballer zum Thema gemacht. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Sie meinte das nur abwertend. Ich sage, stellt euch kurz vor, in Bad Oeynhausen und Gera wären die Opfer keine weißen deutschen Jungs gewesen, sondern Migranten und die Täter weiß. Es wären Titelstories in der Tagesschau, im Stern und der Süddeutschen gewesen. Bezweifelt das jemand? Die woken Linken messen immer mit zweierlei Maß. Sie haben die rassistische Hackordnung umgedreht und eine neue neorassistische Wertskala entworfen, an deren Ende weiße Jungs stehen, zum Beispiel meine Söhne. Sie werfen die größte Errungenschaft weg, die der Westen besitzt, nämlich die Idee der Menschenrechte. Jeder ist gleich viel wert, egal wie er oder sie aussieht. Sie sehen nur den Rassismus bei Deutschen. Beim Rassismus der Migranten, von denen viele die schwachen Deutschen verachten, schaut euch die Gewaltvideos an, stellen sie sich blind. Denn sie teilen ihn ja, also den Rassismus. So ist es. Einer, der dies erkannt hat, ist Ali Duan, der für Oeynhausen zuständige Landrat, SPD, ein Mann mit kurdischen Wurzeln. Er sagte, manche der neuen Zuwanderer seien noch mehr als Einheimische zugänglich für Rassismus, weil sie in ihrer Heimat entsprechend geprägt wurden. Er sagte auch, dass inzwischen immer mehr Deutsche mit Migrationshintergrund sich der AfD zuwenden. Auch sie haben die Zustände satt, die diese Regierung unserem gemeinsamen Land zumutet. Wir brauchen Migration. Das ist Bullshit, Herr Martenstein. Kürzlich sagte mir eine Ärztin, ohne meine Kollegen aus dem Ausland müssten wir unser Krankenhaus morgen zumachen. Gelogen! Googelt mal Zeit Online, Ärzte Ausland. Ihr findet dann einen Artikel namens Mehr als 60.000 ausländische Ärzte in Deutschland. Und aufgeführt in diesem Artikel dann die Anzahl der Ärzte aus Syrien, aus der Türkei, aus Rumänien, aus verschiedensten Ländern. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Ärzte aus den entsprechenden Ländern hier einwandern, in Relation zu den Personen, die aus diesen Ländern insgesamt hier einwandern, wandern hier weniger Ärzte aus einem jeden dieser Länder ein, als einwandern müssten, damit das hier ein Nullsummenspiel ist. In anderen Worten, die syrischen Ärzte, die hier einwandern, die türkischen Ärzte, die hier einwandern, die reichen nicht mal aus,
um die Syrer oder die Türken in Deutschland vollständig zu versorgen. Da müssen zahlenmäßig noch deutsche Ärzte einspringen, damit diese Bevölkerungsgruppen dann versorgt werden. Es ist also erneut eine Lüge, Herr Martenstein. Sie wurden verarscht. Er schreibt weiter, wir brauchen Ärzte, die mögen wir brauchen, das weiß ich nicht, die kommen aber nicht in entsprechender Anzahl. Wir brauchen Facharbeiter und Wissenschaftler. Ja, die Wissenschaftler aus der dritten Welt, ohne die hier Deutschland zugrunde gehen würde. Alles klar. Wir brauchen aber keine religiösen Fanatiker, keine Rassisten und Antisemiten und keine Gewaltverbrecher. Die holst du dir aber, im Gegensatz zu den Ärzten, die du dir unterproportional ins Land holst, holst du dir diese Personengruppen überproportional ins Land. Anteilig weniger Ärzte als unter der deutschen Bevölkerung, anteilig mehr Gewaltverbrecher als unter der deutschen Bevölkerung. Wir brauchen keine ungebildeten, hochaggressiven jungen Männer, in deren Köpfen sich islamistischer Gedankenmüll festgesetzt hat, in deren Taschen Messer stecken und deren Leben wir mit unseren Steuern finanzieren sollen. Die Regierung aber denkt nicht daran, etwas zu ändern. Sie wirft Nebelkerzen, um im Schutz des Nebels weiterzufahren, ihrem unbekannten Ziel entgegen. Eine solche Nebelkerze war Nancy Faesers Ankündigung, Leute ohne deutschen Pass, die Terror im Netz verherrlichten, künftig abzuschieben. Für Syrien und Afghanistan gilt immer noch Abschiebestopp. Er gilt. Man möchte die Bevölkerung also hinter die Fichte führen. Eine Frage an die Regierenden. Wie viele von uns, die wir hier leben, mit welcher Herkunft auch immer, müssen eigentlich noch totgeschlagen werden, bis sich etwas ändert? Wie viele tote Jungs sind eure weltfremden Ideen euch noch wert? Ich möchte ergänzen, wie viele gruppenvergewaltigte Mädchen sind eure weltfremden Ideen euch noch wert? Die Menschen werden sich nicht damit abfinden, falls ihr darauf hofft. Die Eltern in Deutschland werden sich niemals damit abfinden, dass ihre Kinder für eure politischen Ziele getötet, vergewaltigt oder zusammengeschlagen werden. Frauen werden sich nicht damit abfinden, dass sie Parks nicht mehr angstfrei betreten können, die vor ein paar Jahren harmlose Orte der Erholung waren. Die Menschen werden sich nicht damit abfinden, dass ihre Schwimmbäder in den Großstädten wie Hochsicherheitstrakte bewacht werden müssen. Die Menschen werden sich nicht damit abfinden, dass ihre gestern noch liquide Stadt jetzt pleite ist, bald sind die Bäder eh unbezahlbar. Und die vom Islamismus geflüchteten Muslime werden sich nicht damit abfinden, dass ihre Peiniger von einst jetzt hier sind und ihre Leben bedrohen. Ja, diese 50 an der Zahl werden sich damit wahrscheinlich nicht abfinden. Ja, alle Menschen haben die gleichen Rechte, aber manchmal muss man abwägen. Was wiegt schwerer? Die Sicherheit der Menschen hier oder die Sicherheit eines potenziellen Killers aus Syrien? Um hier bleiben zu dürfen, müsste er lediglich darauf verzichten, kriminell zu werden. Die Regierenden haben sich in dieser Frage gegen uns entschieden. Hassen sie die Deutschen etwa? Ja, Herr Martenstein, genau das tun sie. Deshalb ernennen sie auch eine Frau, die sich selbst als Kartoffelexpertin bezeichnet, zur Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung. Teilen Sie die Meinung des Autors. 262 Daumen runter, 10.923 Daumen hoch.